Hallo, heute geht es um SipTrunk und wir möchten zunächst klären, was SipTrunk eigentlich ist. Wir möchten herausfinden, wie Deutschland aktuell im Bereich IP-Umstellung aufgestellt ist. Wir gehen auf die Voraussetzungen von SipTrunk ein und möchten über die Vorteile und auch die Alternativen von SipTrunk sprechen. Und das tun wir jetzt mit dem Experten Mirko Mach. Herr Mach, SipTrunk, kurz und knackig, was ist das? Ein SipTrunk ist ein Dienst, der Telefonie über eine IP-Anbindung, zum Beispiel eine Internetleitung, ermöglicht. Der SipTrunk ist damit die am meisten genutzte Möglichkeit, um von ISDN auf IP in Deutschland umzustellen. Wie weit ist Deutschland bei der Umstellung auf IP? Insgesamt ist Deutschland sehr weit fortgeschritten. Der Privatkundenbereich ist nahezu komplett auf IP umgestellt. Im Geschäftskundenbereich erleben wir gerade den Peak. Insbesondere die Deutsche Telekom als größter Marktteilnehmer stellt massiv Kunden um gerade von ISDN auf IP und die anderen Netzbetreiber, die werden jetzt Zug um Zug folgen. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen für die Umstellung auf SipTrunk? Also zum einen müssen Sie eine SIP-fähige Telefonanlage haben. Das bedeutet, entweder haben Sie generell eine relativ neue Telefonanlage oder Sie müssen die Telefonanlage aufrüsten, also damit sie dann entsprechend SIP-fähig, IP-fähig ist. Zum anderen brauchen Sie eine passende Internetanbindung. Sprich, zum einen muss die Qualität ausreichend sein und zum anderen muss die Bandbreite ausreichend sein. Das heißt, Sie müssen für jeden SIP-Kanal, jeden SIP-Sprachkanal müssen Sie 100 Kbit pro Sekunde symmetrisch einkalkulieren. Und wenn Sie diese zwei Themen erfüllen, dann können Sie grundsätzlich von ISDN auf SIP umstellen. Gehen wir davon aus, die Voraussetzungen sind erfüllt. Was sind die Vorteile von SipTrunk? Sie haben zwei wesentliche Vorteile. Zum einen können Sie viel granularer als bisher Ihren Standort austarieren, was die Sprachkanäle betrifft. Sprich, bisher hatten Sie im ISDN-Zeitalter entweder S0-Anschlüsse mit zwei Sprachkanälen und dann entsprechend mehrere davon, oder Sie hatten S2M-Anschlüsse mit 30 Sprachkanälen, davon natürlich gegebenenfalls auch mehrere. Beim SipTrunk können Sie wirklich in einer Schritten sozusagen die passende Kanalanzahl wählen, also 11, 15, 31, wie es wirklich genau passt. Also das ist der eine wesentliche Vorteil. Der andere ist, dass Sie, wenn Sie eine hohe Verfügbarkeit für den Standort brauchen, dann können Sie für die Datenanbindung oder die Internetanbindung, können Sie dort direkt ein Backup integrieren und damit wird automatisch die Verfügbarkeit der Sprachtelefonie für den Standort erhöht. Und das ist relativ einfach machbar und das ist der zweite Vorteil oder der zweite wesentliche Vorteil, wenn Sie auf einen SipTrunk umstellen. Klingt vielversprechend, aber gibt es auch Alternativen dazu? Ja, es gibt zwei Alternativen zum SipTrunk. Zum einen, wenn Sie zum Beispiel eine alte Telefonanlage haben, die nicht mehr aufrüstbar ist auf IP, oder wenn Sie einfach schlichtweg die Kosten für eine Aufrüstung nicht ausgeben möchten oder dass Sie die Kosten scheuen, dann können Sie ein Gateway vor die Telefonanlage setzen und dieses Gateway wandelt dann ISDN in IP um. Das ist die eine Möglichkeit alternativ zum SipTrunk. Die zweite ist, dass Sie Ihre Telefonanlage komplett in die Cloud, also als virtuelle Telefonanlage verlagern und damit gar keine Telefonanlage am Standort mehr haben und die Telefonie sozusagen als Cloud-Dienst, als virtuelle Telefonanlage nutzen. Das sind die zwei Alternativen zum SipTrunk. Das war's auch schon zum Thema SipTrunk. Herr Mach, besten Dank. Vielen Dank auch.